Ja, lokalisiert meinen Weg so toll. Ich fühle mich so toll lokalisiert. Ich bin so happy. Was? Hauptantrieb ein? Zusatzsysteme fahren hoch. Ach so. Isaac, was machen Sie da? Oh. Hey Isaac, was soll das? Isaac, was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf. Nein. Nein, nein, warten Sie es nicht. Warten Sie es nicht, dieses Schiff zu starten. Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey, Sie werden gerettet. Bastard. Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann ich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Außerdem ist es viel cooler, den Heldentod zu sterben. Oh yeah. So oder so ähnlich. Oh Mann. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühr mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. Auf eine gewisse Art und Weise geht mir das irgendwie nah. Ich finde das gerade voll... Also, schön trifft es nicht so wirklich, aber ich finde es... Wow. Wow. Wirklich. Also... Wow. Mir gefällt. Wow. Welche Vorsehungsmittel? Aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute. Die werden den Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Das klingt irgendwie doof, wenn man einen Satz so sagt, aber egal. Shop aktualisiert. Energie, Laserkanone. Aber ich habe doch gar kein Schema gefunden, oder? Das wurde jetzt nur so aktimalisiert. Halbleiter Diamant verkaufen. Jo. So. Plasmaenergie könnte ich höchstens kaufen, ne? Ansonsten habe ich ja alles. Insbesondere für mein Impulsprojektilgewehr. Und auch jede Menge Medipacks. Der Wahnsinn schlechthin. Na gut, ja, dann gönnen wir uns noch ein bisschen Plasmaenergie. Plasma, 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 Plasma. Zack. So. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Dann sind wir jetzt perfekt ausgerüstet. Ich bin so gespannt darauf, jetzt wie das Spiel auch ausgehen wird. Es kann nicht darauf hinauslaufen. Es wäre zu einfach, wenn wir wirklich sterben würden und einen Heldentod das Ganze, also das Ende markieren würde. Nein, das wäre zu einfach, zu plump, zu... Wird auch nicht so richtig passen. Das trauen sich die Entwickler auch gar nicht. Wir werden auf irgendeine mysteriöse Art und Weise gerettet oder so. Schon allein, damit es den dritten Teil gibt, ja. Es wäre zu dämlich, wenn man Dead Space 3 nicht mehr Isaac spielen würde, also von daher. So. Na gut. Dann geht's jetzt wohl gleich los mit dem Finale. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich auf die ballern will oder nicht. Wo gehen die jetzt überhaupt hin? Ich hab so den Verdacht, die gehen nämlich genau dahin, wo ich auch hingehen will. Weil die vom Marker oder so angezogen werden. Na gut, okay, jetzt haben sie spitz gekriegt, dass ich hier bin. Was Schlechtes? Schlechtes? Schlechtes. Uhu! Hihi! Haha, haha, ja, ja, was Schlechtes. Schlechtes, 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 Schlechtes. Oh! Interessant. Ja, 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 genau. Weil muss ja, weil muss ja, weil muss ja. Weil ist so. Weil ist so, weil ist so, weil ist so, weil ist so, weil. Au, 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 au. Ja, 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 genau. Genau, 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 genau. So,
Laufen, laufen, laufen. Medipack, Medipack. In Sicherheit, in Sicherheit, in Sicherheit. Und nachladen. Ach, leck mich doch. Nein, 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 nein. Ja, nein, vielleicht, eventuell. Nein, 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 nein. So, zack, nein. Oh, Scheiß nachladen. So, bam, bam, bam. Bitte, 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 geh kaputt, geh kaputt, geh doch kaputt, geh doch kaputt. Dankeschön. So. Okay. Kurz mal wieder sortieren. Naja, es wird ja einer der letzten Räume sein, von daher gönnen wir es den Entwicklern mal, dass sie nochmal so eine Armada auf mich loslassen. So, ja, kurz sortieren. Cool, das sah eben gerade ein bisschen besser aus. So, insbesondere Medipack-technisch, aber egal. Ich hab schon wieder meine fast ganze Munition, wollte ich sagen, verballert. Boing. Boing, boing. Irgendwelche Sachen gibt's hier. Irgendwelche. Kommen sie nicht. Sie kommen, sie kommen. Sie freuen sich, sie freuen sich. Oh, ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen. Hier Raketenviecher, die ein bisschen eine dunklere Farbe einfach haben. So, dab dab. Weil ich finde, ihr seid eine Bereicherung für jedes Spiel. Warum gab es euch nur so selten in diesem Spiel? Ich habe keine Ahnung. So. Dup, 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 dup. Jetzt kann ich hier noch irgendwie gucken. In dieses Schränkchen. Was hier so ist. Was hier so ist. Was hier hinten nicht ist. Gut. Gibt es hier noch irgendwas, was man einsammeln kann? Einsammeln kann? Einsammeln kann? Nein. Den gelben Sack lassen wir da einfach mal liegen. So. Zack. Keine Ahnung. Natürlich nicht. Was muss ich hier machen? Unit. Kommt hier irgendwas? Vielleicht kommen sie auch nicht. Ich weiß nicht genau. Wir behalten das so einigermaßen im Blick oder auch nicht. Gut. Hacken wir uns jetzt den Durchgang frei. Hacken wir uns den Durchgang frei. Wir würden ihn uns zumindest frei hacken, wenn es hier so etwas ähnliches wie blaue Lichter gäbe, die hier irgendwo sein müssen. Nein, verdammt. Das war knapp. Komm. Komm, Isaac, das kannst du besser. So. Ba, 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 ba. Gib mir blaues Licht. Was ist das? Ist blaues Licht? Was macht das? Es leuchtet blau. Ha. Das ist meine Lieblingsgitarre der Filmindustrie so ein bisschen. Ich merke jetzt erst, dass sich die Tür immer schon ein Stückchen weit öffnet. Wenn ich das so richtig sehe. Achtet mal dort oben drauf. Ne, doch, jetzt. Zack, zack. Und dann zack. Ah. Jetzt wurde es mir ein bisschen leichter gemacht. Sie wollten mich nicht ewig versagen sehen. Central Security. Was? Sektor 5. Jetzt müssten ja, so wie ich mir das vorstelle, eigentlich nur noch Sicherheitsleute kommen, oder? Also keine Necromorphs mehr, meine ich. Weil das hier war ein abgetrennter Bereich. Sie haben den Marker beschützt. Mit ihrem Leben. Ich würde gerne meine Waffe fallen lassen, aber es gibt keinen Knopf dafür. Offensichtlich war das nicht richtig, stehen zu bleiben. Dabei war ich doch so folgsam. Verdammt. Gut. Was mache ich da unten dann stattdessen? Es gibt keinen Knopf für Waffe fallen lassen. Es gibt keinen Knopf dafür, oder? Oder? Doch. Naja, gut. Nee, so einen Knopf gibt's nicht. Oder? Auswählen. Ausrüsten. Bewegen. Nee, ich kann nur... Das wäre schwachsinnig. Gut, keine Ahnung. Ja, was weiß ich. Ich kann sie stasifizieren oder so. Oder hier schnell nach rechts rennen. Müssen. Danke. Nein, ich gehe erstmal aufs Klo. So. Haha, ich komme jetzt von hinten. Von hinten. So oder so ähnlich. Ich weiß ja nicht. Irgendwie erscheint mir das zu doof. Die müssen doch gesehen haben, dass ich hier reingelaufen bin. Aber egal. Ja, gut. Klettern wir einfach mal. Wie gesagt, wir fallen jetzt von der Flanke her über sie her. Keine Spur von Clark. Die haben mich doch geblendet mit dem Scheißlicht. Ich meine, ich war voll in deren Visier. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber egal. Aha. Ja, ja, er ist noch frei, genau. Er ist noch frei. Kann ich mich hier frei umgucken, oder? Ich habe jetzt irgendwie Angst, wenn ich hier weiter in den Raum reingehe, dass die mich dann sehen. Aber das findet sowieso nichts.
Meine Taschenlampe müssten die jetzt auch sehen, aber egal. Ja, passt schon. So. Wir gehen weiter. Good things, was? Good things are happening. Oh yeah. Many good things. Oh yeah. So many good things in this game. I can't believe it. Okay. Mann, waren die. Die haben jetzt alle ihre Sicherheitsleute dort unten postiert, kann das sein? Und lassen dafür den ganzen anderen Scheiß in dieser komischen Station vollkommen unbeaufsichtigt. Aber ist okay. So, was ist das hier? Moment. Das könnte man gehört haben, aber egal. Oh! Weil es doch ein paar. Ich weiß jetzt nur nicht hundertprozentig, ob das wirklich so eine schlaue Idee war. Kann ich das nicht wieder einsetzen? Ich hätte es gedacht, ich müsste das wieder einsetzen oder so. Einfach damit ich... Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine ungeheuer schlaue Idee war. Aber gut. Ah. Ja. Wäre ja auch schade drum, ne? Weil... Gegen menschliche Feinde dürfen wir in diesem Spiel natürlich nicht antreten, weil das wäre ja total widersinnig. Weil wir dürfen ja nur gegen Außerirdische kämpfen. Weil wenn man gegen Außerirdische, / Necromorphs kämpft, dann ist das auch alles mit dem Zerstückeln und so überhaupt nicht schlimm. Wie wir ja zum Glück alle wissen. Ja. Wie wir als vernunftbegabte Menschen alle wissen. Ach so Scheiße. La 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 la. Ich hab so keinen Bock da drauf. Wie sie alle dahin kriechen, ist das nicht Wahnsinn? Ist schon faszinierend, so ein paar Necromorphs in freier Lebensbahn zu beobachten, wie die sich so ihren Weg freischnetzeln, gewissermaßen. Aber, naja. Wie das mit kleinen Necromorphs eben so ist. Oh, ja, ja. Herrlich. Njam, njam. Lecker. Euch habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, finde ich. Ihr wart die wunderschönen Rüsselviecher und so. Ja, ja. Wunderschöne Rüsselviecher, die unglaublich viel Spaß daran haben, mich zu ärgern. Mich zu töten. Bum, bum. Bum, wie da, 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 da. Ich mach euch alle kaputt. Weil ich es kann. Sag ich jetzt einfach mal. Zack. Was ich nicht alles kann. So, bum, bum, bum. Du bist tot. Du bist auch ein bisschen tot. Du da hinten bist eindeutig noch nicht tot. Du willst kommen oder du willst nicht kommen? Ich weiß es nicht genau. Upp, upp, upp. Jetzt willst du kommen. Oh, wie du kommen willst. Bam. So. Ich hab dich am Kommen gehindert. Es tut mir so leid. Credits. Nochmal ein Medipack. Nur zur Sicherheit. Nur damit es mir gut geht. Damit es uns allen gut geht. Ich erinnere mich auch gerade so ein bisschen daran, an die Situation vom Anfang des Spiels, wo man wirklich so hemmungslos... Oh mein Gott. Hemmungslos... oh, durchsucht mich, Security, Security! Ich habe ganz eindeutig Waffen dabei. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Matrix, aber egal. Mein Marker. Wann kommst du geschneit? Mein Marker. Es waren hoch... gradig ausgebildete Sicherheitsleute, die Zeit ihres Lebens darauf getrimmt wurden, zu töten. Isaac, wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Um dir den Weg zu zeigen. Nicole ist ein Lokalisierer. Oh mein Gott. Ja. Aufgabe hinzugefügt. Ja, alle hochgradig ausgebildet und so, die haben Zeit ihres Lebens nichts anderes gemacht, als zu töten und zu töten und noch mehr zu töten. Und, ja, da spazieren natürlich ein paar Necromorphs hier rein. Sie bewachen auch schon nur den Eingang, das muss man sich auch mal reinziehen. Die gucken die ganze Zeit dorthin, wo die Necromorphs auch tatsächlich einfallen, aber... wir haben verlernt, wie man zielt. Wir haben nicht genug Munition dabei. Wir haben uns darauf eingestellt, dass da nur eine einzelne Person... beziehungsweise Isaac durchmarschiert durch die Tür. Natürlich, ja, weil ist so. Weil muss ja so. Ist
Ist sowas von klar. Nee, das enttäuscht mich, Leute. Wirklich. Ich bin Techniker. Ich bin Mechaniker. Ich bin nicht ausgebildet, was irgendwelche Waffen oder so angeht. Okay, ja. Der Plasma-Cutter selber, der ist ja keine Waffe. Weil das ist ja so ein Gerät, das wurde ja irgendwie eingesetzt für Minenarbeiten oder ähnliches oder dergleichen. Es war ein Werkzeug. Okay. Sicherheitspersonal kriegen wir hin. Zugriff gewährt. So, Analyse Labor 1. Nee, Analyse doch, Labor 1. So. Bap, 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 bap.